Ich begrüße euch zur neuen Folge von Tierarzt Tacheles. Heute wird sich alles um Tumore und den gefürchteten Krebs bei Katzen drehen. Ein ganz wichtiger Punkt vorneweg. Tumor heißt nicht Krebs und selbst Krebs kann unter Umständen erfolgreich behandelt werden. Beginnen möchte ich mit dem Begriff des Tumors. Was ist ein Tumor? Tumor heißt erstmal nur Schwellung. Das bedeutet zum Beispiel, ein Mückenstich ist auch schon per Definition ein Tumor, aber heute soll es um Tumore in Form von Neoplasien gehen, das heißt neu gebildetes, körpereigenes Gewebe ohne sinnvolle Funktion. In der Haut sind es meistens Knubbel oder auch Wucherungen. Wir Tierärzte nennen sie dann Umfangsvermehrungen, weil wertungsfrei. Tumore können von so ziemlich jedem Gewebe im Körper ausgehen. Vom Fettgewebe, da nennen wir sie ein Lipome zum Beispiel, aber sie können auch vom Knochen ausgehen, vom Knorpel, von Nervenzellen, von einzelnen Organen, wie zum Beispiel dem Herzen, aber auch genauso gut vom Lymphsystem, aber auch aus den Blutgefäßen. Wir unterscheiden zwischen gutartigem und bösartigem Charakter. Die gutartigen Tumore wachsen in der Regel recht langsam und verbleiben dort, wo sie sind, also streuen selten. Ein gutes Beispiel für den gutartigen Tumor ist das Lipom, also der Fettgewebstumor, der zwar bei Katzen sehr selten vorkommt, aber dafür bei Hunden umso häufiger anzutreffen ist. Lipome am Rücken stellen in der Regel kein Problem dar, wenn sie nicht besonders groß wachsen. In der Achsel oder auch im Leistenspalt ist es was ganz anderes, weil dort können sie bereits bei geringen Größenzunahmen schon die mechanische Bewegung einschränken und müssen daher dort recht schnell entfernt werden. Bösartige Tumore nennen wir umgangssprachlich auch Krebs. Bei diesen Tumoren kann die Größe rasant zunehmen und diese Tumore können sich auch im Körper ausbreiten. Wir sprechen dann von Metastasierung. Da geht von einem Primärtumor, also dem Muttertumor, werden Zellen losgelöst, über die Blutbahn verteilt und bilden dann Metastasen, also Tochtertumore in anderen Geweben oder auch Organen. Die Unterscheidung zwischen gut und böse, sprich Diagnosestellung, das machen aber die Pathologen, das ist ganz, ganz wichtig. Die untersuchen nämlich die Proben, die wir ihnen einschicken, die wir vor den Patienten entnommen haben, während die geschlafen haben. Wir nutzen dafür entweder solche kleinen Feinnadelaspirationen oder auch solche Biopsiestanzen, um etwas größere Mengen an Gewebe entnehmen zu können. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt. Kein Mensch auf dieser Welt kann durch Abtasten, Anschauen eines Tumors sagen, ob er gut oder bösartig ist. Das können nur die Pathologen anhand ihrer Untersuchungen. Klar, wir Tierärzte haben immer so ein bisschen ein Bauchgefühl hinsichtlich der Wachstumsgeschwindigkeit und anderer Faktoren, aber mehr als das Bauchgefühl gibt es da nicht. Natürlich kommen nicht alle Krebsarten gleich häufig vor. Hier mal ein paar Beispiele von den Tumoren, die ich am häufigsten zu Gesicht bekomme. Das Plattenepithelkarzinom ist ein sehr aggressiv und schnell wachsender Tumor, ausgehend von den Schleimhäuten, meistens zu finden im Maulbereich, aber auch an den Augen, an den Ohren, am Nasenspiegel oder an Genitalien. Manche Katzenhalter haben schon so einen Verdacht, wenn sie irgendwelche Wucherungen in diesen Bereichen finden, die können allerdings rosig sein, die können pigmentiert sein, mit oder ohne Entzündung dabei. Und hier ist das chirurgische frühzeitige Entfernen das Mittel der Wahl, das A und O, denn je früher und je kleiner entfernt wird, desto besser die Prognose. Das Fibrosarkom ist ebenfalls ein bösartiger Tumor. Er geht allerdings vom lockeren Bindegewebe aus und er steht im Verdacht, dass er durch Traumata ausgelöst wird, und zwar zum Beispiel durch stumpfe Injektionsnadeln. Er kann am ganzen Körper vorkommen, in der Unterhaut. Und auch hier ist das Mittel der Wahl die frühzeitige und großflächige chirurgische Entfernung. Die feline Leukose ist nur eine von verschiedenen Blutkrebsarten, die durch das Leukämievirus der Katzen übertragen werden kann. Positiv getestete Tiere gelten als unheilbar, dennoch können in Ausnahmefällen Tiere ein Leben lang symptomfrei bleiben, sollten dennoch von Katzen aber getrennt werden, weil sie weiterhin Überträger sein können. Tiere, die aber betroffen sind und Symptome zeigen, haben in der Regel Fieber, Schwäche, Inappetenz und Gewichtsverlust und der Virusnachweis gelingt letztendlich durch eine Blutprobe. Mammatumore sind Knubbel im Gesäuge von Katzen und Katern und in der Regel bösartig. Daher gilt es hier, niemals lange zu warten, sondern früh zu handeln, nicht erst zu beobachten. Die Tiere gehen an diese meistens anfangs so Linsen- bis erbsengroßen Tumore recht schnell ran, das heißt, die jucken, die belecken, die benagen das, es kommt zu Haarausfall und auch zu Entzündungen und daher hier mein Rat, direkt, großflächig und frühzeitig zu entfernen. Lungentumore sind bei Katzen meistens Metastasen. Das bedeutet, dass sie aus einem Primärtumor abgeschwemmt wurden. Meistens beobachten wir dieses Geschehen bei Gesäugekrebs.
wenn wir einen solchen Tumor als Primärtumor bei einer Katze sehen, in der Lunge, ein sogenanntes Bronchialkarzinom, ist es fast immer eine reine Wohnungskatze gehalten im Raucherhaushalt, weil die Tiere dann beim Belecken ihres Fells große Mengen dieser krebserregenden Stoffe aufnehmen und verstoffwechseln müssen. Tiere mit solchen Bronchialkarzinomen zeigen recht früh Symptome wie Husten, Kurzatmigkeit, Inappetenz und Gewichtsverlust, und eine Therapie ist leider kaum bis gar nicht möglich. Ihr seht jetzt, dass ein Tumor in so ziemlich jedem Gewebe vorkommen kann. Das heißt, das Problem ist, die Bandbreite an Symptomen kann unglaublich groß sein, aber es gibt so ein paar, wo ich sage, bitte, wenn ihr die bemerkt, geht zum Tierarzt. Es muss kein Tumor oder kein Krebs sein, aber lasst es checken. Als allererstes Umfangsvermehrung. Wenn ihr Knubbel findet, egal ob schnell oder langsam wachsend, ab zum Tierarzt. Wenn euer Tier das Futter verweigert, wenn es irgendwie Übelkeit zeigt, ebenfalls ein Grund. Wenn das Tier sein Gewicht verliert, auch hier, egal ob schnell oder langsam, so ein bisschen dahin vegetierend, ab zum Tierarzt. Und das vierte ist, wenn das Tier sich nicht mehr pflegt, wenn das Fell struppig wird, wenn es auch vom Körpergeruch her zu wünschen übrig lässt, ab zum Tierarzt. Wie auch bei uns Menschen ist in der Tiermedizin die Lehre von den Tumoren, sprich die Onkologie, ein sehr aktiv beforschtes Feld, das immer, immer besser wird. Wir können heute schon Hunden und Katzen mit Lymphdrüsenkrebs ein sehr langes und tolles Leben ermöglichen, dank Chemotherapieprotokollen. Und wir müssen dem Körper bloß noch sagen, pass mal auf, dieses oder jenes Gewebe ist der Feind, obwohl körpereigen, das musst du bekämpfen. Aber ich bin sicher, in naher Zukunft werden wir auch das hinkriegen. Vielleicht habt ihr ja auch schon die eine oder andere Erfahrung mit dem Thema der Onkologie machen müssen. Wenn ihr mögt, teilt sie gerne mit uns in den Kommentaren. Ich bin jetzt raus, bis nächste Woche. Ciao. Warum gebe ich meinem Tier überhaupt einen Kauartikel? Welche Voraussetzungen muss denn überhaupt so ein Kauartikel erfüllen? Was kriegen Katzen für Kauartikel? Und bei Hunden, wie sieht's da aus?